Der ein oder andere Fernseher ist zwar schon ein Smart TV, hat aber trotzdem noch kein WLAN integriert. Und um diese Geräte mit WLAN nachzurüsten, ist man darauf angewiesen, dass es eben USB-Sticks vom Hersteller gibt. Die sind teilweise schlecht verfügbar oder sind relativ teuer. Deshalb hat sich da eine super Lösung ausgedacht. Die halte ich jetzt mal hier in die Kamera. Das ist zwar auch ein USB-Stick, das ist im Grunde aber ein Mini-Router, der nichts anderes macht, als einfach das bestehende WLAN abzugreifen und es über die Ethernet-Schnittstelle nach draußen zu geben. Denn jeder Fernseher hat zumindest mal einen Kabelanschluss. Die Stromversorgung bekommt der Stick ganz einfach über USB, also man kann es direkt in den TV einstecken und kann dann das Ethernet-Kabel einfach zum TV verbinden. Vorher muss der Stick natürlich noch am PC konfiguriert werden. Es wird die SSID ausgewählt, also das ist der Name eures WLANs. Und dann wird noch das Passwort eingetragen. Der Stick loggt sich dann in euer WLAN ein und gibt das Internet über Ethernet an den TV weiter. Auch ganz witzig ist natürlich, dass der Stick natürlich aus ist, solange man den Fernseher ausgeschaltet hat. Und erst wenn man den Fernseher einschaltet, sieht man, dass auch der Stick hochfährt. Man darf es also jetzt nicht verwechseln mit einem USB-Stick. Der TV wird gar nicht erkennen, dass überhaupt irgendetwas angeschlossen ist am USB-Port. Der USB-Stick zieht wirklich nur den Strom aus dem USB-Port, hat aber über den USB-Port sonst keine weiteren Funktionalitäten. Also er wird sich nicht als WLAN-Stick dort anmelden. Und so bekommt man eben jeden Fernseher ins Internet, egal wie alt er ist. Hauptsache, er hat halt einen Ethernet-Anschluss und man umgeht sich die teuren Kosten für den originalen WLAN-Stick.